Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Jetzt liegt uns heute erneut ein Gesetzentwurf vor, der unvermittelt eingebracht wurde, bei dem wir keine Zeit haben, ihn lange und großartig zu diskutieren. Wir haben diese Zeit real nicht, weil Herr Chayyar hat es irgendwie verschnarcht, dass er irgendwie handeln muss. Wir müssen aber tatsächlich handeln, weil es ansonsten auf die Kosten der Betroffenen geht. Jetzt wird hier immer lapidar darüber geredet, dass man ein Landesgesetz an ein Bundesgesetz anpassen muss. So weit, so gut. Da gibt es aber Probleme. Und wir hatten alle die Gelegenheit, mit dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverband zu reden und uns zu informieren. Und ich glaube, jetzt kennen noch alle die Probleme, die es gibt. Jetzt wurden hier schon mal ganz viel zum Pflegegeld, den Pflegestufen, und die heißen jetzt Pflegegrade gesagt, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Der Punkt sind aber nicht die Pflegegrade, sondern die Frage ist, wie ist die prozentuale Anrechnung der Pflegeleistung, die auf Bundesebene erhöht wurde, auf das Landespflegegeld? Und da macht sich der Senat jetzt einen schlanken Fuß und möchte einfach nicht, dass diese erhöhten Leistungen auch bei den Blinden und Sehbehinderten ankommen, sondern der Senat sagt, wir erhalten einfach mal diese prozentuale Erhöhung von 60 bzw. 40% bei und dann sparen wir bei dem Landespflegegeldgesetz. Das, meine Damen und Herren, ist zutiefst ungerecht und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, liebe Koalition, dass Sie das wollen. Deshalb haben die Piraten einen Vorschlag gemacht, dass man diese prozentuale Anrechnung reduziert, und dieser Vorschlag ist richtig. Das zweite Problem ist, dass Taubblinde nur dann anerkannt werden, wenn sie vor dem 7. Lebensjahr ertaubt sind. Also blind werden kann man auch später, aber erst blind und dann taub, das gilt nicht. Also man muss vor dem 7. Lebensjahr ertaubt sein, sonst ist man nicht, wenn man später blind wird, ist man eben nicht taubblind. Das ist wirklich eine völlig absurde Regelung und diese Regelung muss geändert werden. Und lieber Herr Chayyar, ich verstehe wirklich nicht, warum Sie diese Chance nicht genutzt haben, um diese absurde Definition, die wirklich auch niemand haben kann, jetzt zu ändern, wenn wir das Landespflegegeldgesetz anfassen. Also ich hoffe, die Koalition kann sich dem anschließen, dass wir diese Probleme beheben und dazu beitragen, dass Blinde, Sehbehinderte und Taubblinde mehr Leistungen erhalten und besser an der Gesellschaft teilhaben können. Vielen Dank.